Hallo, meine Freunde. Es gibt zwei Dinge, die unendlich sind. Die Dummheit der Menschheit und die Zubats im Cave. Yeah! Dass das Universum nicht unendlich ist, das wissen wir bereits, da es expandiert und in sich gekrümmt ist. Hoffentlich wisst ihr das, sonst schaue ich euch. So, jetzt gehen wir wieder mal voll in die sächsische Siegesstraße. Zurück im Pokémon Omega Rubin. Gott. Eigentlich müsste ich ein Projekt machen, wo ich die ganze Zeit, ach scheiße, irgendwo war ich ja schon, wo ich die ganze Zeit nur so rede. Das wär eigentlich eine übelst geile Idee. Mal gucken, ob sich das irgendeine Sauer antut. Das müsste ich eigentlich, das mache ich als nächstes, komm. Ich nehme allerdings die Folgen extrem hier im Voraus auf. Also wundert euch nicht, falls ich irgendwo schon ein Projekt habe, wo ich die ganze Zeit sechse, wo ich das jetzt erst sage. Ja, ich mache das jetzt hier bis fertig. Ich bin nämlich die Brigitte. Wie heißt du? Was? Och du Sch... Trudeline. Ist zum Glück nicht schlimmer als Brigitte. Oh, Frostetje. Ich mag Frostetje. Das ist eines meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Ich mag das Design total. Dies ist ein Eis-Pokémon. Dagegen ist Feuer sehr effektiv. Also wechseln wir auf Flo, damit Flo auch mal was machen kann. Mensch, Flo, du machst hier im ganzen Let's Play gar nichts. Du stehst dort rum, siehst gut aus und wirst besiegt. Flo! Nein! Oh, bitte. Ach Gott, nein. Ach, gut. Mega-Entwicklung und Feuerzahn. Flo, los. Flo, go, Flo. Los, schreibt go, Flo in die Kommentare. Das mache ich nicht, um irgendwie eine höhere Priorität auf ein Video zu kriegen, sondern damit Flo das schafft. Los, los. Oh Gott. Wenn ihr mich sucht, steht ihr unter dem Tisch. Oh. Ich sag nichts mehr. Ich sag erst wieder was, wenn Flo diesen Kampf hier gewonnen hat. Und der ist besiegt, wurde. Nein, ich gucke jetzt nicht hin. Ich bin beleidigt. Es klingt fast so, als wäre Flo besiegt worden. Stimmt das? Das gibt's nicht, ganz ehrlich. Dieses Pokémon. Flo, du machst mich übelst wahnsinnig. Flo, ich werf dich irgendwann mal gegen die Wand, ganz ehrlich. Das geht gar nicht. Geht gar nicht. Was nehmen wir hier mal am besten? Oh, Gottchen. 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 Oh! Ja, mein Kommentar wird einfach noch aus Stöhnen und Fluchen bestehen. Das ist dann so dieser Punkt, wenn man einfach keinen Bock mehr hat. Boah, ich springe gleich auf den Tisch und kacke. Ich renne gleich. Ich will nicht auf jeden Trainer zurück ins Pokémon-Center rennen müssen. Leute, was macht ihr denn? Leute, was seid denn ihr? Das kann ich nicht. Ihr wollt jetzt. Ich hätte eigentlich schon eine Stahltacke einsetzen können. Stahl ist auch effektiv gegen Eis. Shit. Ich denke mal, denkst du, das sind sie alles richten. Ja, zum Glück haben wir ja noch Deck. Verwirrung. Bitte, bitte, bitte verwirr's auch. Mach keinen Liebreiz, du bist nicht Liebreiz. Dick, du musst widerstehen, bitte. Oh, wie er sich dreht. Okay, los. Und jetzt Zentkopfstoß. Please. Ist eigentlich keine gute Idee, was ich da tue, oder? Hast du den Spezialangriff sinken? Dann geht der Zentkopfstoß, weil das ja voll die physische Attacke ist und voll viel Damage macht. Yay! Kaskade ist zum Glück auch physisch und deswegen machen wir jetzt das. Ja, bitte, nein. Oh, ja,
Soll ich einfach mal gar keinen Spezialangriff mehr haben? Mach einfach weiter, ich greife jetzt eh nicht mit Sofa an. Was, lass mich schon in Ruhe. Yeah. Dick hat's geschafft. Dick hat die Ehre meines Teams gerettet. Mit Flo rede ich überhaupt nicht mehr. Francine hat mich ganz schön enttäuscht. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich laufe jetzt hier nicht deswegen zurück. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich laufe in. Nach ein, zwei Tränen laufe ich schon ewig so nochmal mal schreien zurück, aber jetzt noch nicht. So. Okay, das ist natürlich alles hier mega praktisch, wenn man hier überhaupt nicht sieht, wo man überhaupt lang muss. Ach so. Oh, direkt hier gleich. Na gut. Oh, Schutz wirkt nicht mehr. Schön. Ich glaube, es hat sich doch gelohnt, dass ich so viele Schutz gekauft habe. Na, anders ist es hier nicht auszuhalten. Also entweder holt man sich 14 Schutz oder 10 Flaschen Wodka. Eins von beiden, sonst geht das hier gar nicht. Was laber ich eigentlich? Ey, tut mir leid, Leute. Das reicht. Ich muss das Spiel ganz hinter. Okay, ich mach's für euch. Ich tu's bis ganz nach hinten schieben. Es gibt bestimmt Zuschauer, die das übelst aufregt, dass ich jetzt den Spalter weiter vorne lasse. So. Gut. Da oben ist wieder einer, der mich Quatsch machen will. Ich kann's ja nicht. Sag bloß, ich hätte. Ach, ich kann. Ich möchte einfach, dass ihr jetzt nichts dazu sagt. Ach, hier geht's nicht weiter. Das ist aber schön. Aha. Oh Gott, da oben ist eine Oma. Bestimmt Geist-Pokémon. Was machen wir denn da? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie Geist-Pokémon hat. Ich weiß es nicht, aber ich nehme einfach mal Boris an die Spitze und hoffe, dass das Beste in Zirkus passiert. Na, Oma? Ja, deine Glückstunde sind wir. Jetzt an ein Ende. Dein Schicksal ist besiegelt. Ich bin nämlich eine alte Geister-Oma. Ach, sieht eigentlich ganz süß aus. Eine Expertin, Rike. Ach, schön. Es hat sie ja voll die geilen Geister-Pokémon namens Capoeira. Na gut. Das hält mich jetzt sicher davon ab, es trotzdem zu besiegen. Oh, wie das läuft. Nee. 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 Kann mir bitte irgendjemand ein Gift daraus machen? Psystrahl. Das ist mir egal. Mach, was du willst. Endlich mal hier was, was nicht ganz so scheiße ist. Boris, ich bin positiv von dir überrascht. Muss ich doch mal sagen. Und Swag. Swag mit Swag. Und Boris hat ein Level Up mit Swag. Jetzt kommt was Nächstes. Ja. Ja, komm, weiterkämpfen. Wir bleiben mal dabei. Da bin ich schon ein Kampftyp. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Was für ein Typ bin ich? Weiß irgendjemand, was für ein Typ ich hab? Oh, sogar verwirrt. Das ist natürlich auch die Augenbrauen von diesem Pokémon. Diese fetten Dinger. Ach, oh, los, verletzt sich. Los, los, los. Oh, wie lustig. Er hat sich selbst besiegt. Oh, sehr Versager. Menschen, ich mache eine sicke Straße. Okay, ich habe nichts gesagt. Nehmt's bitte nicht so ernst. Das ist gerade ganz schlimm mit mir. Oh, so schlimm, dass ich mich gleich schon am Ohr kratzen muss. So. Das sieht schon so richtig aus. Ich weiß nicht, durch die Fackeln. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ach Gott. Oh Gott, ein Astrenner. Gleich wieder zurück. Die Omas gehen. Die sind eigentlich ganz okay. Hier oben war noch was. Ich weiß nicht, wozu hier die Felsen gut sind. Das irritiert mich gerade so ein bisschen. Ja, bitte. Ich verstehe nicht, was sie für einen Zweck haben. Hä? Hier ist doch gar nichts. Oder doch? Ist das einfach nur so, um Leute zu verwirren? Das muss irgendeinen Zweck haben, die Ecke hier. Komisch. Na gut. Dann gehen wir halt hoch. Und wir müssen jetzt mit dem Astrainer kämpfen. Ich habe da total Bock drauf, ihr glaubt es mir nicht. Ja. Ja, er hat es mit Ach und Kraft geschafft. Und auch mit Kaugummi. Das habe ich nicht gelesen, weil ich immer
jugendlichen Leichtsinn, als ich schon weggeklickt habe. Okay, Edgar mit Flunkkiefer. Stahlfee also. So einer bist du. Ja. Stahl und Fee. Wäre jetzt cool, wenn ich ein Feuer-Pokémon hätte. Weiß ich nicht, ne? Weiß ich jetzt nicht, was ich jetzt davon halten soll. Komm, Dick, mach du. Ja, ich weiß, ich muss eh lang wieder bald zurückrennen. Oder wie gesagt, ich falle in Ohnmacht, aber ich will eben jetzt auch kein Geld verlieren. Ich habe schon so viel für Topschutz ausgegeben. Ich schäme mich, okay? Ja. Ich weiß jetzt nicht, kann ich das jetzt? Kann ich jetzt hier einfach eine Psychotacke einsetzen? Ich glaube, das geht, hä? Nee, es ist. Kann ich? Ist Psycho effektiv gegen Stahl? Ich mache erstmal Taumeltanz. Damit ist immer alles erstmal gut. Taumeltanz und alles ist gut. Ich weiß übrigens gerade gar nicht, ob. Ja, mach dein Eisenschild. Das ist Steak egal. Was hat ein Steak bitte für. Warte mal, für Werte? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Einen Moment bitte. Angriff und Spezialangriff. Okay, Spezialangriff ist ein bisschen besser von Dake. Ja, da würde ich dann doch zu Surfer tendieren. Hm, not bad. Und es ist immer noch verwirrt, was da gut ist. Was macht er da? Ich finde das nicht gut. Ich weiß nicht, ich will nicht, dass er das macht. Vor allen Dingen auch noch seine Spezialverteidigung. Ich will, dass er damit aufhört. Komm, komm, los, los. Ja. Ach, schade, hat nicht gereicht ganz. Gut, und jetzt noch einmal eine Kaskade hinten dran und die Sache dürfte erledigt sein. Sehr gut. Mensch, jetzt läuft es ein bisschen besser. Ein bisschen besser, jetzt geht's wieder los, sorry. Okay, wie hieß du nochmal? Ich habe schon deinen Namen vergessen, wieder irgendwas ganz Lustiges. Aber da ging eigentlich dein Name, das habe ich mir noch gemerkt. Dass es von ihm nicht ganz so furchtbar war. Goody. Ich bin mir so unsicher. Was hast du denn? Für ein Kind schaust du ganz schön entschlossen rein. Das motiviert mich für unseren Kampf gleich umso mehr. Oh, da will kleine Mädchen verhauen. Mama, da müssen wir nämlich verhauen. Dann schlag zurück, Kind. Mit einem Hundemann. Los, Boris. Ha! 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 Geist war, glaube ich, nicht sehr effektiv. Ich glaube, ich habe irgendwie generell gerade nichts Gutes gegen ihn vorzu. Ja. Na komm, Dick. Der gute Mexikaner löst alles, ne? Jetzt hole ich ganz schön mein Dick, oft mein Dick raus. Ach komm. Hör auf mit sowas. Das ist nicht sehr beeindruckend. Sofern ich Surfer habe. Und bestimmt bald auch wieder ein Fluchtseil einsetze. Ach, das kann nicht wahr sein. Puh, gut. Dann noch eine Kaskade hinterher. Mal gucken, was das nächstes noch hat. Der gute Raufbold. Oh, mein Hund tut gerade meinen gesamten Beinbereich am Tisch einnehmen. Ich kann meine Füße noch zwar abstellen. Ja, sehr gut. Oh, Zex, du wirst immer stärker. Und das Rowbein hat einen Tengulist. Wie gehe ich denn damit um? Das ist eigentlich der geile Kampf, ne? Tengulist gegen Kapaloris. Ich meine, das sind die beiden Gegensätze. Wisst ihr Bescheid? Samurzel und Lutturzel. Er war für ein Typ Unlicht, hä? Scheiße, ich kann nichts gegen Tengulist machen. Was? Ich denke immer viel zu spät nach. Hier war natürlich auch wieder jetzt ein Feuer-Pokémon gut. Unlicht ist auch, glaube ich, oder? War er Unlicht? Ich glaube, der war Unlicht. Puh, wie gut, dass ich da so viel Gutes dagegen habe. Na komm, Ventus, kommst du mal wieder dran. Du kleiner Lump. Ich muss Zex nie einsetzen, weil Zex schon so extrem stark ist. Und ich finde nicht, dass er noch stärker wird.
Aber er levelt so schnell davon, deswegen ist es wie bei Sean auch damals. Ich habe mich nie getraut, ihn einzusetzen, weil ich wollte, dass er noch stärker wird. Los, der Mega-Armreif. Ich hab's jetzt irgendwie drin. Ich muss damit aufhören. Gut, los, Zauberschein. Und damit hast du jetzt auch Tengulis besiegt, nehme ich an. Ja. Boah, wie die. Habt ihr das gesehen, wie die XP weggeschnipst sind? Das war schon ganz schön zerstörerisch. Gut. Oder wisst ihr was? Was ich jetzt mache? Ich mache jetzt hier einen tollen Zaubertrick. Hätte ich vielleicht schon viel eher machen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Ihr könnt euch bestimmt schon denken, ne? Ich könnte eigentlich hier aber mal zeigen, wie Protein und so mal einsetzen. Hä? Habe ich hier nicht irgendwie das, was ich gerade suche? Ich bin noch im richtigen. Ich schaffe jetzt hier mal hoch runter, bis ich es gefunden habe. Habe ich keinen Beleber? Ether? Doch, da ist Beleber. Och, ich bin so blind. Ah, okay. Okay. Ja. Gut, weiter geht's. Jetzt habe ich so einmal so ein bisschen geheult, ne? Dann schauen wir mal. Ach hier, es muss schon noch so lustig rum. So. Und runter mit der Mädel. Ah, es ist ja ziemlich dunkel. Ach, ein Doppelkampf. Mit Ass-Trainern. Und dass man nicht der richtige Zeitpunkt für Francine und Flo ist, um sich wieder zu beweisen. Ich bin mal gespannt. Als Team sind wir unschlagbar. So schnell wirst du uns nicht mehr vergessen. Ja. Bist du ein niedlicher Trainer? Wie lange du wohl meine Attacken standhalten kannst? Ich bin für das Gamer Girl. Okay. Sam wird Glück nur zwei, also jeder eins. Armaldo und Willi. Ach, das ist ja niedlich. Ach, das ist ja niedlich. Alter, weil ich gerade überhaupt nicht, was die für ein Element haben. Boah, Boden, Pflanze, Stahl. Ich hab gerade keine Ahnung. Boah, wenn ich Erdbeben mache, ist das, glaube ich, keine gute Idee. Da hau ich, glaube ich, Flo wieder um. Ich muss es. Ach komm, ich probiere es so. Ich weiß jetzt absolut gerade nicht, was die für ein Element haben. Das ist so komisch. Puh, ich probiere es einfach mal mit Feuerzahn auf Armaldo. Ach, das ist wirklich Armaldo, oder? Wartet mal. Heißt das wirklich Armaldo? Armaldo, schön. Boah, der Damage von Flo. Immer wieder ein Traum. Boah, das war heftig. Das war jetzt wirklich heftig. Finsteraura. Ich bin mir nicht sicher. Boah, das ist fies. Das ist wirklich fies. Ach, naja, egal. Es kann sich eh nicht ändern. Immerhin einer ist weg. Und beide kriegen Fred XP. Ja, kriegen sie wirklich. Gut, noch einer übrig. Und wenn das erreicht. Ach, Ventus. Du kleine starke Sau. Hm? Ja, alle auf Francine. Immer auf Francine. Und auch da voller Doppeltreffer. Ach, ich bin so doof, ey. Volltreffer. Hm. Hier vielleicht Feuerzahn. Ich meine, sieht aus wie eine Blume. Das könnte ja Pflanze sein. Ich hab keine Ahnung. Ach nein. Okay, dann halt nicht. Schon wieder Flabbebe. Wo alle denken, es ist Pflanze, aber es ist eine Pflanze. Ach, zum Glück macht er auch Flo Gigasauger. Das hilft mir ein wenig. Hm. Gut. Zen-Kopfstoß und Finsteraura. Dürfen die Sache eigentlich. Gut. Nein, nicht gut. Regeln. Oh, shit. Bitte nicht auf Frenzy. Ah, oh, oh, ah, oh, oh, das war knapp. Puh. Gut, hat sich die Sache erledigt. War überhaupt nicht knapp. Aber hey, Flo hat es besser überstanden als Frenzy. Das war sehr beeindruckend. Mio und Lin. Tja. Gut. Da kümmere ich mich mal ganz kurz noch um. Ah, oh, falsch. Um Francine. Moment. Was mache ich denn? So ein bisschen bekloppt bin ich, ne?
So, beklemmte Banane. So. Ein paar super Tränken, jetzt vollpumpen. Hier noch, einen normalen Trank. Ah, der kriegt Dake. Wobei, Boris hätte ihn auch gebrauchen können. Egal, wir surfen mal hier rüber. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Irgendwelche wichtigen Items. Nee, Items. Sag mal, Items. Das heißt doch Items. Oh, jetzt bin ich hier. Ein alter Mann. Für unnützes Gerät habe ich keine Zeit. Sag mir lieber, wie motiviert du wirklich bist. Ja, ich rede wie ein alter Mann. Das ist genau meine Stimme. Ich bin nämlich Ingmar. Okay. Mit Caradonis. Los, Francine. Oh, das tut mir so leid für dein Caradonis. Es hat nämlich... Ach, oh, setzt da noch Potzer ein. Denkst du, du bist cool? Das wird nicht viel bringen. Oder? Ich weiß nicht. Ach. Na, okay, doch. Oh, scheiße, dass wir nicht sowas wie Ausdauer machen. Das ist so nervig. Oh, guck mal, ich habe überlebt, weil ich Ausdauer eingesetzt habe. Oh, meine Phrase. Zertrümmerer, los, zertrümmere ihn. Heimzahlung. Ach, schön. Aber es läuft eigentlich jetzt doch ganz gut, oder? Also ich habe mir die Siegestraße jetzt doch schlimmer vorgestellt. Jetzt kommen wir eigentlich einigermaßen gut voran. Ah, schön. Gucken wir mal, was jetzt hier oben ist. Oh. Jetzt bin ich hier. Das ist da wo ich von meine, dass er uns in den Arsch treten will. Ich habe gemeinsam mit meiner ganzen Familie trainiert. Ich will gegen niemanden verlieren. Ja, gegen deine Familie hast du trainiert. Mit deiner Familie hast du trainiert. Bestimmt mit deiner kleinen Schwester, Anneliese. Elektroball. Oh ja, ich weiß schon, was du vorhast. Ich kenne eure gemeinen kleinen Arschlochtricks. Aber ich habe... Erdbeben. Dazu fällt mir nichts mehr ein. Ich dachte, ich wäre cool, aber ich war es nicht. Das ist sehr ärgerlich. Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos, weil ich habe jetzt. Ich dachte nicht, das ist irgendwie alles gerade sehr traurig. Und das war. Das. Hab ich das gesehen? Boris hat das Film erlebt. Schaut jetzt so. Ich dachte eigentlich, wirklich, als er jetzt angefangen hat zu schweben, dachte ich, oh. Puh. Und dann, als er Explosion gemacht hat, dachte ich, puh. Aber dann hat Boris es überlebt und ich so, ihr habt es ja gerade mitbekommen, aber ich glaube übelst die gequirlte Scheiße, aber ich freue mich gerade einfach nur so. Mit 1 HP, wie geht das denn? Das ist ja der Wahnsinn. Ey, Boris, du alter Lacker, ey. Boah, das, wow. Mensch, das war cool, das müsst ihr zugeben. Das war jetzt wirklich cool. Oh ja, Flammenblitz, ja, oh, ja. Das ist gerade total... Egal, ich sag nicht. Ach, wie gewonnen, so Mario Kart, ne? Dabei spielen wir nicht mal Mario Kart, das könnte ausrasten. Ich habe vor uns im Spaß gesagt, dass er uns fertig macht, aber so, ich weiß nicht, so ein bisschen, ne? Also, ein bisschen masochistisch ist er schon veranlagt, dieser Trainer. Aber wir kriegen das schon hin. Q
cool down your tits. Wir schaffen das. Mit Drachenpuls. Ach, das ist ja herzallerliebst. Ich könnte überhaupt nicht ausrasten, wenn da genau ein KP übrig bleibt. Ich meine, wenn sie den... Ah, kriegt sogar Rückstoß. Ach, du kleiner Depp. Gut, ach, diese weiße Fläche einfach nur von Ventus. Oh, Flo kriegt sogar ein Level up. Nee, komm, Flo, hör auf mit so einem Spaß. Du hängst schon so hinterher. Gift. Gift. Das ist nicht gut gegen Fee auf jeden Fall. Soll ich es wagen mit Flo? Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst. Dass er dich versuchen kann, Flo Erdbeben lernen. Das wäre ja jetzt zum Beispiel in dem Moment ja relativ praktisch. Puh. Na, Mega-Bewegung geht nicht mehr. Scheiße. Wir probieren es einfach mal irgendwie. Ja, macht eine Matschbombe. Es gibt zum Glück keine. Das kann nicht wahr sein, ey. Das ist total dumm. Ganz ehrlich. Probier es weiter. Ich muss auf jeden Fall jetzt rauswechseln. Ich will, dass Flo mal ein paar Erfahrungspunkte kriegt. Immer tut zurückschrecken, weil sonst hätte mich das jetzt. Das wäre jetzt mein Verhängnis geworden. Zex darf auch mal wieder rein. Der Kleine. Gut, da muss ich aber jetzt gleich auf jeden Fall ins Poké Center. So kann ich das nicht lassen. Vega, Vega! Ah, komm, Matschbombe. Holy Macaroni! Oh, wow, 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 wow. Das ist. Donnerblitz, 90 mit Step. Ich weiß nicht, 103. Nicht 130. 135. Nee. Doch, 135. Bitte bestärk erstmal meine Familie, wie ist das überhaupt möglich? Wir haben deine kleinen Schwester und Annabelle und Cindy, ne? Oh, 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 oh mein Gott, schon Cindy entwickelt sich. Ja, so, ja, drücken. Glückwunsch, ein Fenzin wurde zu einem Metacross. Puh, ein schöner Boost. Hammerarm. Puh. Ich lasse das vergessen. Erdbeben lasse ich es dann aber wieder erlernen für der Top 4. Es kann sein, dass ich zur Trümmerhorror jetzt noch eine Siegestraße brauche. Erdbeben habe ich ja als TM. So, ich sag dann mal ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ihr meldet Split Pokémon Omega Rubin.